Ein herzerfrischendes Glückwunsch an meine Zuschauer und Zuschauerinnen. Ich bin Wendy und es geht weiter mit Let's Play GTA 4. In dieser Folge machen wir jetzt erstmal. Nee, wir machen es anders. Wir holen zuerst das Geschenk von Bernie ab. Da machen wir die Francis-Mission gleich noch hinterher. Da das Geschenk von Bernie eigentlich ja keine Mission ist, sondern die Markierung einfach nur so da ist. Eine Missionsmarkierung ist es ja nicht wirklich. Und dann machen wir noch die Mission für Francis. Haben wir das auch erledigt. Und dann können wir uns in der nächsten Zeit an die Attentatsmission gleich machen. Genau, hier steht das Geschenk von Bernie, seinem Verehrer. So, hier der Lamborghini. Richtig geile Karre. Ohne Spoiler, schade. Thank you, Bryce Dawkins. I hope the cash for this didn't come out of city funds. Genau, den Wagen haben wir jetzt geschenkt bekommen. Richtig geiler Schlitten. Hier werden wir uns natürlich auch vor das Apartment stellen und nie fahren. Es geht einfach ums Haben. Ich bin immer mit dem Auto meine Rennen gefahren. Da hatte nie einer eine Chance. So. Steigen wir von so einem Sportwagen in so eine Karre um. Sogar ohne Alarmanlage, also meine beiden müssen das haben. Gut. Dann haben wir das schon mal abgehackt. Und jetzt machen wir erstmal die Mission für Francis. Von Francis haben wir auch schon ewig lang nichts mehr gehört. Lucy schreibt uns. Ja, Lucy ist okay. Da will er uns wieder auf seine ganzen tollen Aufträge aufmerksam machen. Boah. Komisch, jetzt fährt da noch ein Infernus rum. Also am Anfang fährt da keiner rum, solange man selber keinen hat. Aber hat man mal einen, dann fahren die selber überall rum. Der hätte sogar einen Spoiler. Der ist sogar noch geiler als unserer. Aber gut, damit fahren wir jetzt erstmal zur Missionsmarkierung und kannst du mal bitte aussteigen? Dankeschön. Also meiner Meinung nach ist das das geilste Auto in GTA 4. Also wenn du mit dem deine Rennen fährst, dann hängst du die immer so ab und zwar so schnell, die können da gar nicht gucken. Roman ruft dann, okay. Nö, ich muss Mission machen. I have no time for these women. Cool, cousin. Another time then. Komm. Wo ist denn Francis? Ach, hier ist Francis, okay. Was macht Francis denn hier? Machen wir mal ein Stück an die Seite. Damit mir keiner meine geliebte Tür abfährt, obwohl sie nach oben aufgeht, aber man weiß ja nicht. So, Mission bitte. Why didn't you tell me Derek was back? What? Why didn't you tell me you was hanging around with my brother? I assumed if you cared, you'd have found out. Well, I have found out. Jesus, you know Derek's not well. No? No, he's sick. He always was. He's always off
getting involved in someone else's fight, making a fool of himself, betraying people, going into hiding. He's an idiot and a coward. It's not my business. Whatever he stood for, he betrayed. He only left here in the first place because he was caught stealing from the mafia. He's a pathetic wretch. Okay, I got it, so... Now, he's gonna ruin my life. If it wasn't bad enough having a bunch of crooks for brothers, now I've got him threatening to talk to a journalist about his family, about me. Well, tell him to be quiet. I am trying to become the commissioner of police. I'd be a laughingstock. A cop with the famous snitching traitor for a brother. Ugh. You know, the crooks I can handle. See, that I can spin. But not this. Not this. You got the big problem then. Me? We, my friend. We. You stop him. Stop? Stop. Kill your brother. He's already dead. Just put him out of his misery. Fuck you. No, fuck you, pal. I'm gonna meet him in the courtyard park off Bismarck and Lancet. Deal with him. Make him a tragedy, not a disaster. Do it, or I will put you away. Oh, don't push me. Okay, jetzt haben wir für... Nein, mein Auto ist weg! Mein geiler Lamborghini ist weg! Nein! Ey, so eine Scheiße werden mir den jetzt geklaut. Nico, thank fuck you in. Frankie arranged to meet me at this park on Bismarck. I think he's gonna try to kill me. Cops can kill who they like. Do you know the place? Are you close? Can you get there in time? I think I can make the meeting. You gotta take him out before he makes a move. This is Cain and Abel stuff, I'm telling you. Question is, which one of us is gonna be wandering the earth with a mark on his head, and who's gonna be 6 feet under, you know? This phone's running out of battery, shit! Look after me, Nico. Can you move, please? Ja, mach ich doch schon. Ja, jetzt weißt du mal, wie es mir geht. Mir haben sie meinen Lamborghini geklaut. So, wir haben jetzt eben die Wahl, ob wir Francis oder Derek umlegen. Francis, I'm ready. What is the plan? I hope you got over yourself and are ready for some frats inside. Don't forget that I still got dirt on you. I know this ain't nice. Neither of us has a choice. Sounding like I got no choice. One McCreary brother is going to get me to kill another. That's what I like to hear. I want you to take the window cleaning elevator on one of the buildings around back of the courtyard. Get in position and put Derek out of his misery. Shit, I better get ready to act surprised. Don't miss, Nico. You might hit me. I'll hit who I mean. Naja, wir treffen auf jeden Fall immer den, den wir treffen wollen. Ich zeig denen jetzt mein Navi. Ich scheiß doch drauf, haben wir doch einfach so. Da ist ja schon der Park. Warum soll ich denn die ganze Zeit außen rumfahren? Ach, weil hier eine Einbahnstraße. Ach. Gut. Also, ich weiß schon auf jeden Fall, wen ich ausschalten werde. Das auch meiner Meinung nach die bessere Wahl ist. Ihr werdet gleich sehen, für wen ich mich entscheide. Das habe ich bis jetzt immer so gemacht. So, Sniper raus. Genau. Derek, my brother! Frankie, what's this about? I've gotta say, I'm nervous about this little meeting. Shit, when I heard you was back, I nearly shat myself. Sit down. Why didn't you call me? You could have slept on my couch. I'm doing real well for myself, real well. I'm sorry about how life turned out for you. Francis ist so ein widerlicher Heuchler.
Deswegen werden wir ihn ausschalten. Vor allem, weil Francis einfach ein scheiß korrupter Bulle ist und ich ihn einfach unsympathisch finde. Damit hat Francis wohl nicht gerechnet. Und es ist auch so, dass die Familienangehörigen dann nicht so trauern, wenn Francis stirbt, als wie wenn Derek stirbt. Deswegen mache ich das auch immer so. So, erstmal abhauen hier aus der Gegend. Gut, Mission abgeschlossen. Ja, der ist klar. Dann haben wir das auch erledigt. Dann würde ich sagen, mache ich jetzt an der Stelle einen Schnitt. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Also, bis dann. Ciao.